Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark. In der letzten Folge haben wir es gerade noch so geschafft, den Sarko unter Kontrolle zu bringen mit dem letzten Pfeil. Und nun heißt es eigentlich nur noch auf ihn aufpassen, aber auch das ist keine so leichte Aufgabe. Es wird furchtbar. Viel Spaß. So, da wir eh schon Team brauchen, werde ich jetzt nochmal den nächsten Skorpion holen. Tu, was du nicht lassen kannst. Ach ja. Oh Gott. Also die Ravengers sind jetzt weiter nach unten, ne? Das war ein toter Skorpion. Der ist aber verschwunden. Wie gesagt, die Ja. Ravengers sind jetzt unten. Das ist nicht so wild. Das ist nicht cool. Ja, einer muss sie dann weglocken und dann ist halt so. Ich habe aber ein Level-Up dadurch, dass ich den Skorpion getötet habe. Ist so cool. So, Steinsachen, Rauchgranate, nichts Spannendes. Ich könnte eine Schere machen, damit wir uns. Ja, wir brauchen eine Schere. Können wir uns später Frisuren schneidern? Ja, perfekt. Ja, außerdem können wir, glaube ich, unsere Haare benutzen für Wolle. Mhm. Und ich glaube, damit können wir auch das Schaf scheren, was oben rumläuft. So, ich gebe ihm mal meinen letzten Bären, das müsste reichen. Ich mache uns mal kurz eine Kiste aufs Boot. So. So, direkt neben den Schlafsack. Und dann mache ich nämlich mal kurz meine ganzen Sachen rein. So. Und dann lockst du die Penner weg? Ja. Dann kannst du dich nämlich um dein Dino kümmern und ich, ja, kümmere mich um die Frage ist nur, ob du Tiere. den steilen Abhang hochkommst. Das werde ich gleich sehen. Ansonsten sind sie halt am Abhang. Ja. Ist ja dann nicht schlimm. So, das noch. Jo. Läuft doch. Ach nee, halt. Nein, die Kiste ist voll. So. Och Mann. Ja, du musst ja nicht alles reinlegen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Dann sichere ich lieber mein Werkzeug statt der Kacke. Oh. Was? 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 Ich habe mich gesehen. Wer? Aber Jean? das, ja, die stehen da nur. Ich verpasse denn jetzt Headshots. Oh Gott, jetzt laufen die jetzt aber nicht ruhig hier rüber, oder? Bitte Ja, seid komm. doof, bitte seid doof, bitte seid doof. Die sind richtig doof. Was ist denn mit denen? Halt. Hier. Lauf, Dengi, lauf! Ich laufe. Und den Abhang kommt man nicht hoch. Ich werde hier jämmerlich sterben. Also man kann sich den Abhang schon mindestens. Aber die kommen hier nicht hinterher. Ich wurde vergiftet? Nee, die Natürlich haben kommen dich die mir gebissen. hinterher. Die haben mich blutig gebissen. Level 45? Schlecht. Ach shit, ich habe meine Klamotten nicht ausgezogen. Nein, ich war nicht nackig. Naja, es ist jetzt nicht kein Weltuntergang, sagen wir es so. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue uns jetzt auf dem Bett, nämlich auf dem Floß ein richtiges Bett, Ja, das dann nutze nicht ich jetzt kaputt den. geht. Ja, dann nutze ich jetzt den Schlafsack. Kann ich gar nicht nutzen. Warum kann ich Warum? den Schlafsack nicht nutzen? Hätte ich ihn wahrscheinlich vorher irgendwie anklicken müssen oder so. Ahnung. Kannst du das Bett zu Hause anklicken? Ja, das Bett kann ich, das sehe ich sogar hier. Seltsam. Vielleicht ist das Schlafsack wirklich spielergebunden. Ist ja Ja, blöd. dann mach ich ein Bett. Warte. Was brauche ich dafür alles noch? Oh, hier sieht es aber schön aus. Ah, ich brauche noch ein bisschen Stroh, dann passt das. Ich habe Skorpione gefunden. Au! Und. Okay, hallo.
Das ist schön, weißt du, erst prügeln sie sich und dann kommen sie zu mir. Was? Die sind ja richtig. Ach ja, ja, ja. Ach ja. So ist das. So, und du wolltest jetzt ein Bett bauen? Ja, ich brauche aber noch ein bisschen Stroh. So, ich muss jetzt noch insgesamt, ja, 70 Stroh organisieren, aber es geht fix. Dort geht fix. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Also in der Zeit, wie du das machst, gucke ich mich einfach mal oben um. Ja, ich bin direkt eine Etage über unserem Zuhause. Neben roten Pilzen aufgewacht. Toll. Nee, ich bin gar nicht, ich bin... WTF, was? Was? So viel zu Medium. Warum? Weil die Stelle, wo wir gespawnt sind, wo wir da runter zum Strand, ist leicht. 5 Meter daneben, wo die Pilze und die Bäume sind, da ist Mittel. Ich bin zu Hause. Schön. Warum? Schnell reisen. Items fallen lassen. Okay. Na ja, gut, jetzt muss ich mir das überlegen. Ich habe jetzt hier nicht genug Stroh und die Ravager sind leider auch in der Nähe von den Bäumen jetzt. Ach so. Dann sollte ich vielleicht nicht den Schlafsack nutzen? Oder soll ich den Schlafsack nutzen? Ich dachte, das kannst du nicht. Ne, ich bin jetzt am Bett. Ach so. Vom Bett aus kann ich ja schnell reisen. Nutz ruhig den Schlafsack. Okay. Nee, kann ich doch nicht benutzen. Warum steht da? Nichts. Ich sehe ihn nicht. Ach, so ein Scheiß. Also ja, Spieler gebunden. Ja. Also ich könnte jetzt höchstens versuchen, zu dir zu kommen. Ja, mach das mal. Wir müssen die Ravager wieder wegbekommen, bevor unser Sarko aufwacht. Ach, so ein Kack. So ein Kack. Aber jetzt bin ich wenigstens auch nackig und mutig und so. Das Vieh frisst Bäume. Der Arsch. Das große Ding, was Erdbeben verursacht, hat gerade einen Baum gefressen. Naja. Oder aus Spaß umgeworfen. Ich glaube, er ist gegengelaufen. Nein, er hat ihn gefressen. Er macht Fressbewegungen mit dem Mund. Okay. Das heißt also, wenn wir ihn zähmen wollen, müssen wir ihm einfach Holz wahrscheinlich, oder wahrscheinlich einfach Pilzholz. Okay. Ja, gut zu wissen. Verdammt. Oh, mir fällt nichts ein. Das ist auch selten. Ja, das Problem ist, dass hier auch noch ein Bär rumläuft, der mich nervt. Aber der ist jetzt weg, weil ich wollte jetzt vom Hügel raus, wo die Viecher nicht hinkommen, sie abschießen. Ach so, und da ist der Bär. Wo kann man die denn am besten hinlocken? Na komm, wir müssen da wohl zu treffen sein. Ich verbrauche hier nur Pfeile. Taktisch! Okay, kein Wunder, dass ich ihn nicht getroffen habe. Viel zu weit weg. Achso. Ich habe gerade einen Speer geworfen und habe gesehen, wie weit er geflogen ist. Ach ja, macht der Speerweitwurf.
So, mein Sarko, ich schleiche mich jetzt an dich ran und dann gucke ich mal, wie es dir geht. Wer rein theoretisch müssen will, nur mit ihm ins Wasser flüchten, weil die Revenger ja nicht schwimmen können. Oh, wir sind jetzt bei 59%. Wie viel Fleisch hat er? 9 Stück Fleisch hat er noch, das reicht. Okay. Na, dann ist gut. Na, Hauptsache, das reicht, das ist schon mal gut. Wir können versuchen, dass du sie anlockst. Ich bin gerade umgefallen. Dass du sie anlockst, aufs Floß springst und, obwohl die sind verdammt schnell, ne? Ich wollte gerade sagen, die springen außerdem. Das Problem ist einfach, dass sie nicht rennen, sondern springen. Ja, wir haben ja noch 40%. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns was auszudenken. Ja, wenn der aufwacht, dann wird er gegen die kämpfen, oder? Naja, passiv stellen und dann schnell folgen und dann ins Wasser. Ich brauche mehr Pfeile. Wie kriege ich Pfeile hin? Stroh. War ja klar, immer brauchst du Stroh. Ja. So. Bin da. So, was kann man denn noch machen? Wir können ja nicht nur dahin locken, wo du gerade stehst. Halt, zur Kiste. Ja, aber dann haben wir ja nichts mehr, wie wir herkommen. Ja, ich sehe. Keine Ahnung, lass uns erstmal hochgehen und gucken, wo die sind. Warte mal, ich guck mal, ob ich das irgendwie. Komisch. Ja, so mit dem Ding kann ich zumindest zum Bett reisen. Cool. Keine Ahnung, was das soll. So. Du wolltest jetzt zur Kiste? Ne, ich bin jetzt zur Kiste und noch einen Berg hochgeklettert. Und brauche ich gar nicht, ich kann hier langlaufen. Lol. Aber pass auf, in der einen Bucht sind auch gefährliche Tiere. Da musste ich gerade auch ein Stück wieder schwimmen. Okay. Bist du nur einen mit dem Pfeil erwischen, weißt du? Und dann rennen? Nee, dann könnte ich sie hierher locken und dann werden sie verwirrt und ich kann sie abschießen. Währenddessen kannst du dann den Sarko befreien. Weil die ja auf mich dann fokussiert sind. Ja, also wenn er dann auf mich hört. Ja klar, wieso nicht? Keine Ahnung. Oh, ich habe einen getroffen. Nice. Genau, kommt her. Traut euch, Mädels, traut euch. Kommt zu mir. Bam. Hast du die jetzt wirklich angeschossen? Ja, ich habe sie getriggert. Von wo aus? Hä, wo bist du? Von einer kleinen Sniper-Position. Also ich sehe sie rumlaufen. Ich hoffe, der kommt wieder. Ist einfach nur geflüchtet, die Sau. Ah, er kommt wieder. Ich habe auch nur einen getriggert. Den Rest nicht. Voll. Ja, tolle Rudeltiere. Ja, einer ist tot. Level 9, ja gut. Oh, cool. Oh, sogar noch ein bisschen Fleisch dann für das Tier. Ich hab jetzt eine richtig gute Position, um das alles zu beobachten. Naja, wirklich helfen kann ich dir ja nicht. Aber ich kann zumindest eine spannende Position für alle Zuschauer finden und ein bisschen den Kommentator machen, beziehungsweise die Kommentatorin, und kann sagen, Zero in der einen Ecke, Revenger in der anderen Ecke.
Ihr seht die Son Goku Revenger gegen Zero. Ey, für den brauchst du ja zig Pfeile. Hast du überhaupt so viele? Ich habe noch 30. Nur, ob das reicht? Jetzt hast du mal einer ja, dann weg und den anderen hast du getriggert. Den ich getroffen habe, der ist weggelaufen. Ja, das war aber auch oh, nee, der starke. Der kommt jetzt hier. Oh Gott, glücklicherweise konnte ich den Bogen reparieren. Ist gerade kaputt gegangen. Das wär's noch. Oh Gott, geht weg. Geht weg. Ich will nicht nochmal sterben. Ich hasse diesen Weg. So. Aber. So, ich werde mich aber mal an das Vieh ranwagen und werde ihm vielleicht noch ein paar Beeren geben. Ne? Warte, nein, gerade nicht. Ja, jetzt. Okay. Das wäre eh fast zu spät gewesen, weil ich war eh schon fast dran. ja, ich glaube, das hast du nötig. Wie sieht's aus? 71 bloß noch. 7 Fleische, aber das Fleisch reicht. Aber ich werde ihm noch ein paar Beeren sammeln. Ich glaube, sonst wird das nicht. Weil die Betäubung ist schon bei der Hälfte circa. Diesmal, wie ist es? Diesmal haben wir was richtig Spannendes gemacht, Mensch. Okay, noch einer tot. Aber die Son Goku. Der Son Goku Revenger ist ein bisschen hartnäckiger. Ich weiß auch gerade nicht, wo er ist. Der ist nach links gelaufen. Okay. Oh! Nein! Nein, ich habe gerade Beeren gesammelt. Geh weg! Er ist jetzt genau unten am Floß. Er hat mich ins Wasser geschubst. Also du wolltest ihn ja am Floß haben. Herzlichen Glückwunsch, es hat funktioniert. Warte. Komm hier, warte. Ich hole ihn zu dir. Lauf! Renne! Oh, ich habe mir die Knochen gebrochen. Nein! Oh. Kommst du wenigstens ran? Warte, er kommt eh zu mir. Okay. Er muss doch seine Kollegen rächen. Ja, ich glaube auch. Oh! Was? Ich bin runtergefallen. Nein! Lass dich nicht töten. Ja. Guck mal, ich habe eine gute Position erwischt. Ich flüchte einfach ins Wasser. Du kannst mir nix. Bist das Son Goku? Son Goku kann nämlich nicht schwimmen, das wissen alle. Ehrlich? Doch, er kann. Aber die Tiere hier schwimmen nicht so gerne. Ja, gut. Deswegen bin ich safe. Und kannst ihn abschießen. Naja, er guckt mich nicht an, also wird gerade schwer. Ich muss halt den Kopf treffen, um zusätzlich Schaden zu machen. Aber ich kann wieder auf meine Sniper-Position gehen. Na gut, na denn. Na gut. Also ich hatte so schön Beeren gesammelt. Ja. Weißt du, so eine ganz arme, unschuldige Reggie. Weißt du, die keinem was tut. Der war halt wütend. Der soll mich in Ruhe lassen, der soll zu dir gehen. Hat sich gedacht, okay, an dich komme ich nicht ran. Ich vergreife mich an deiner Frau. Macht man doch so. Aber wenigstens konnte ich ihm einmal noch so eine schwarze Beere geben. Ja, immerhin. So, bist du so blöd und läufst dagegen Stein? Wer weiß. Aber jetzt weiß ich, wo du den Bären gesehen hattest. Der war ja schon relativ weit oben. Komm, Kleiner, komm, folg mir.
Folgt mir in diese geheimnisvolle Ecke, wo ich schon zwei deiner Leute getötet habe. Genau in die Ecke. Werden die Pfeile reichen? Dies alles und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. Oh, das ist so gemein, wenn du jetzt wirklich einen Cut reinmachst. Wahrscheinlich schon, ne? Mal gucken, wenn es zeitlich passt, wieso nicht? Oh, das ist so gemein, ey. Hm. Mann. Vier Pfeile. Oh. Drei Pfeile. Oh nein. Zwei Pfeile. Nein. Oh. Oh Gott. 45 war der Penner, ey. Alter. Aber jetzt ist wenigstens sicher, das finde ich schön. Es sei denn, der Bär greift mich gleich an, aber ich glaube nicht. Und jetzt spawnen gleich die nächsten. Boom! Ich würde so lachen, ey. Meine Fresse. Auch wirklich richtig knapp gewesen mit den Pfeilen. Ja. So, Herr Sarko, ich habe auch noch drei von diesen dunklen Pilzen. Pilzen, ich schon Bären, die kannst du haben. Ja, ich brauche noch gleich ein paar hier mit. Oh Gott. Ach, da bist du ja, hallo. Na? Ja, ich hab's geschafft. Oh. Mann, ey. Das war... Nehme ich überhaupt noch auf? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ansonsten musst du leider mein Videomaterial nehmen. Das ist aber nicht ganz so spannend. Hallo. So, jetzt gehören endlich uns noch 20%, meine Fresse. Ja, gut. Tja. Kann ich mich wenigstens jetzt so langsam mal um das Bettchen kümmern. Ja, ja. Jetzt habe ich ja noch ein paar Bäume, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ja, gut, ist jetzt aber auch erstmal, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe all meine Pfeile verschwendet. Ich bin sehr froh, dass ich die überhaupt mitgenommen habe. Ja, ich bin da auch gerade sehr froh drüber. Kommt mir mal. Juh. So, großer. Ja, ach, guck mal, fast 90%. Passt. Ja, ist ja gut. Kommen wir sogar mit dem neuen Tierchen heim. Ja, es hat was gebracht, unsere Expedition. Sie war etwas waghalsig. Oh Gott, ey, vier. Aber du hast doch eigentlich noch Fleisch jetzt, oder? Ich habe noch Fleisch. Ja, ich glaube, du solltest ihm noch ein bisschen was reinlegen. Er hat jetzt vier Stück nur noch. Ich komme gleich. Guck mal, ob man wirklich den Abhang hier nicht hochkommt, ey. Ist ja voll gemein. Ja, natürlich ist es gemein. Naja, ich komme. So, ein bisschen Pelz haben wir jetzt auch wieder bekommen. Pelz? Mhm. Ah ja, stimmt. Stimmt, ja, das ist doch cool. So, wie viel Pelz hat es gegeben? 32. Oh, da können wir locker die nächste Rüstung machen. Das ist cool. Naja, Winterrüstung. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo ein Winterbiom gibt. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich hat sie auch mehr Verteidigung, oder? Nö, nicht wirklich. Nee, schade. Es bringt halt mehr was wirklich, die Pelzrüstung halt wirklich für kalte Sachen einfach zu nehmen. Weil der Pelz ist halt wirklich ziemlich wertvoll. Ja, das stimmt. Und ja, dann gibt es halt noch die Chitinrüstung wäre, glaube ich, die nächstbessere, die wir dann benutzen. Okay. Ja, na dann. Ansonsten gibt es noch eine Tarnrüstung. Aber die ist halt zum Tarnen, ne? Naja. Ja, aber weißt du, wofür die gut ist? Für den Dino, der mich beim letzten Mal weggeschoben hat. Ja, klar. Dann nimmst du die Tarnrüstung und dann schleichst du ihn dem her. Ja, und dann gebe ich ihm Essen. Den schleiche ich hinter ihm her und stecke ihm Essen in den Arsch. So sieht's aus. Als Rache. Hier, nimm Bilze. Ah, klasse, das ist ein Baum wieder neu gewachsen. Wie viel Stroh habe ich jetzt? Ich habe jetzt 84 Stroh, ich kann das Bett bauen. Geilo. Warum sind es immer noch 89? Ja, es dauert, wer muss jetzt mal Hunger kriegen, ne? Wir sollten das Essen reinprügeln. So eine Stopfgans. Das bringt nichts. Ich weiß. Aber es wäre lustig.
So, Bett steht. Jetzt kannst du gerne sterben. Erkunde jetzt, die Welt. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu sterben, weißt du, die ganze Zeit. Erkunde die Welt. Nein. Wobei, theoretisch jetzt... Wann bist du gleich wieder zurückkommen? Wieso hast du eigentlich das, die Truhe direkt vor mir gebaut, wenn ich das Ding steuere? Wenn was? Wenn ich das Ding steuere, ist die Truhe genau vor mir. Ach so. Ey, wo willst du hin ohne mich? Auf! Ich will mitkommen! Ich positioniere nur das Floß, damit gleich der Kanu rauf kann. Ja, ja, ja. Der schwimmt hinterher. Der Sarko, nicht ja. Kanu. Aber ehrlich, ich habe ehrlich nicht dran gedacht, dass du da stehen musst. Ich dachte nur einfach so, oh ja, so neben dem Bett, das sieht doch gut aus mit der Truhe. Sieht sie ja auch. So, hast du jetzt endlich mal was gegessen? Mann, 95,7%, ey. Einmal noch. Komm, einmal. Go, go, go. Also das heißt, Fisch mag er mehr als Fleisch. Ja. Weil Fisch hat irgendwie 10% gegeben. Er mag, oh ja, das hat er auch zuerst gefressen. Ja, wir hätten die anderen Piranhas mitnehmen sollen. Aber da war halt noch einer. Ja. Wir hätten wir passenderes Werkzeug, hätten wir viel mehr Fleisch mitnehmen können. Aber wir haben es halt mit den Fäusten gemacht. Tja, ich war ja tot. Und ich weiß nicht, ob meine Axt hier auf dem Boot lag oder ob sie schon in der Kiste war. So, was essen? Oh Mann, oh Mann. Siehst du, eine Stunde mehr gemacht, als wir wollten. Fast. Haben wir jetzt 3 Stunden oder was? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Was? Ja, dann beim nächsten Mal ein bisschen weniger streamen. Jo, auf. Mein Gott, mich stört das jetzt nicht. Aber es hat halt einfach gepasst, das Ganze zu Ende zu machen. Ja, aber leider ist hier unten kein Metall. Das wird wahrscheinlich oben sein. Ja, da kommen wir natürlich nicht hin. Aber Hauptsache, die Revenger kommen runter, um uns zu ärgern, weißt du? Ja. Guck mal, ich habe eine Hüpfburg gefunden. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Oh, guck mal. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir nennen dein Sarko. So. Hab ich. Und du folgst mir jetzt aufs Floß. Yay. Komm, noch ein Stück. Ich meine, er kann doch eigentlich schwimmen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß. Aber du willst nichts riskieren, ne? Ja. Kann ich verstehen. Ich stelle sein Verhalten auf passiv. Ja. Und wer kann uns beschützen? Ja, wenn ein anderer Sarko kommt, kann ich schnell auf aggressiv wechseln. Das passt schon. Ja, kannst du das so schnell? Na denn? Ich vertraue dir. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Dino abgeschleppt. Das ist so geil, weißt du, wir machen eine Expedition. Wir werden angegriffen und das Erste, was wir damit tun, ist einfach abschleppen und mit zurücknehmen. So macht man das. Zero, der Seemann. Du musst noch ein bisschen poppen, noch ein bisschen Spinat und du siehst aus wie Popeye. Ich find's gut, wenn ich in die Ego-Sicht gehe beim Floß, dann sehe ich nichts. Ich seh mein Sarko und das war's. Ja, du mehr sehe ich auch nicht. Das segelt aber nicht, was davor ist. Oh. Oh Gott. Das war eine Spinne. Ja, hoffentlich verfolgt sie uns nicht bis nach Hause. Ich frage mich gerade, warum sie jetzt auf einmal weg ist. Oder ist eigentlich leuchtet. Ach du Scheiße. Sie ist ja nur hochgesprungen. Okay. Die sind komisch, die Dinger. Wir sind zu Hause. Wir haben euch was mitgebracht, einen neuen Freund, weil vorhin so viele gestorben sind. Yay! Jubel! Jubel! Ach. Ist noch ein Sarko-Sattel und dann können wir richtig hier durch die Gegend flitzen im Wasser. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, liebes Ding. Achso, ich muss ja vielleicht auch meine Sachen wieder aus der Truhe rausnehmen. Oh, wie er da drauf hängt, der Arme. Aber keine Spinne, die uns verfolgt, ne? Nein. Also ich sehe jedenfalls jetzt, bis jetzt sehe ich noch keine.
Was siehst du mal, da sind sogar jetzt die Bäume nachgewachsen, weil du den Scheiß da entfernt hast. Ja, ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. So, so Sako, so. Reih dich in unsere Truppe ein. Yay! Generiere Level. Oh Gott, das sind viele Bäume. Krass. Aber ich muss sagen, das hat alles perfekt gepasst mit den Pfeilen und mit den Betäubungspfeilen, weil die Betäubungspfeile sind ausgegangen und dann ist er umgefallen. Und dann bei den Ravagern genauso. Pfeil ausgegangen, alle tot. Ja, Zero hat einfach vorher extrem gut geplant. Ja, also das ja, war jetzt natürlich kein mathematische Zufall. Berechnung durchgeführt. Natürlich, genau, das war natürlich mathematisch berechnet und so. Und das ist niemals Zufall. Nie. Ach, herrlich. Ich hoffe, ja. Also ich muss sagen, es hat mir alles sagen, sehr gut ein neuer Stream, ein neues Viech. Ja. Guck mal, ihr kennt sogar... Hey, ist das geil. Du kannst auf ihm reiten. Ohne Sattel. Wieso bewegt er sich? Das ist voll cool, weil du wahrscheinlich auf ihm draufstehst. Voll cool. Ohne Sattel reiten ist geil. Oh, ich will das auch. Warte, warte, warte. Ah, nee, folgt nur dir, ne? Das ist ja cool. Gucke. Jetzt laufen wir irgendwo hin. Ja, und, ich habe ihn auf nicht folgen gestellt. Das ist ja das Seltsame daran. Ach so. Okay. Er hat wahrscheinlich nur keinen Bock, dass man auf ihn rumklettert oder so. Ist das geil. Yay, eine Rutsche. Ich bin auf seinem Schnabel runtergerutscht. Ui. Jetzt frisst er erstmal Steine. Kein Stein beißen hier. Geil. Pro Gamer Zero, du sagst es, du sagst es. Aber sowas von geil. Oh nein, das ist cool. Jetzt guckt er mich an und denkt sich so, mö, blöde Kuh. Geil. Ja, ich würde sagen, damit können wir erfolgreich auch diese Folge abschließen. Oder ja. diesen Stream. Ich gebe unserem Ravager nochmal 2 Lebenspunkte. Zack, zack. Hat er schon 600 Leben. Ach du Scheiße. Sehr gut. Sehr gut. Hat er verdient. Hat er auf jeden Fall sehr verdient. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen, für die Beteiligung. Ach, was sagt der prähistorische Alligator zu seinem Märchen? Geh mir nicht auf den Sako. Ja, genau. Ah, sehr schön. Ich würde sagen, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.